Zombie Laura hat vor Aufregung ihren Kopf verloren. Probiere ein Kostüm mit einem Schwanz aus Paillettenstoff an. Male die Puppe blau an. Der Schwanz ist abgenutzt. Man kann sogar ihre Knochen sehen. Füge lilafarbene Schminke hinzu. Vergiss meine Haare nicht. Aha. Wow, die langen blauen Haare lassen die Zombie-Nixe umwerfend aussehen. Dekoriere ein paar Stellen mit funkelndem Glitzer. Schneide eine Flosse aus flexiblem Plastik aus. Schwarzer Heißkleber kann uns helfen, Textur hinzuzufügen. Dekoriere den Schwanz mit gepunkteten Tüllflossen an den Seiten. Der Look der Meerjungfrau ist perfekt. Jetzt ist es an der Zeit, in den See zu gehen. Laura wohnt an einem See. Mhm. Viele Leute kommen, um das Wasser zu genießen. Was für eine tolle Gelegenheit, um etwas Spaß zu haben. Hey, komm her, ich warte. Hm, ist das ein Mädchen, das nach mir ruft? Leute, habt ihr eine Stimme gehört? Das kann nicht sein. Das stimmt, es klingt wie ein Lied. Die Freunde kamen zum See, als plötzlich der Zombie aus dem Wasser sprang. Hi. Ah, Hilfe, lauf! Ihr seid so leicht zu erschrecken. Die gute Fee Paula erforscht den Seeboden. Mache einen Schwanz aus glitzerndem Stoff mit einer weichen Schicht. Obendrauf kommt eine Schicht aus Netzschuppen. Wow, das Oberteil glitzert in der Sonne. Wir haben wunderschöne Flügel und Flossen aus glitzerndem und durchsichtigem Band gemacht. Klebe sie auf und füge Textur hinzu. Die Flügel sind wasserdicht und die Flossen geben ihr genug Geschwindigkeit. Ihr schicker Schwanz ist mit Muscheln und Kristallen verziert. Füge Gold und Perlen hinzu. Großartig! Paula liebt ihren neuen Look. Ich wusste gar nicht, dass das Leben einer Meerjungfrau so aufregend sein kann. Die Fee liebt es, auf dem Meeresboden herumzuschwimmen. Hier kann sie immer viele interessante Dinge finden. Na, was haben wir denn hier? Oh, was für ein Durcheinander! Die großen Wellen haben wahrscheinlich diesen schönen Ort ruiniert. Nur ein Zug und voilà. Das ist schon viel besser. Jetzt ist es viel schöner zum Schwimmen. Ups, ich habe alles um mich herum geputzt, aber ich habe meine Haare vergessen. Wie soll ich unter Wasser einen Friseur finden? Da muss ich wohl meine eigene Stylistin sein. Oh, hier ist eine Muschel. Perlen und Kristalle werden den Look vervollständigen. Etwas Magie und alles wird zu einer wunderschönen Krone. Jetzt muss ich mir keine Sorgen mehr um meine Haare machen. Dieser Tintenfisch ist Lauras guter Freund. Formen wir Augenlider aus Modelliermasse. Wow, was für ein süßes Auge. Durch seine leuchtende Farbe ist der Tintenfisch sehr auffällig. Das Auge sieht alles um sich herum. Und dieses zahnige Lächeln ist hinreißend. An seinen Hals kommt ein Halsband mit Nieten. Inky, vergiss nicht, deine Zähne zu putzen. Jetzt hast du so ein schönes Lächeln. Die Unterwasserwelt scheint beängstigend zu sein, aber du musst dich nicht fürchten. Hast du mich vermisst? Das ist Baby Inky. Laura könnte stundenlang mit ihm spielen. Er ist so gut wie ein echter Hund. Hol die Muschel. Während Inky rannte, um die Muschel zu holen, hat er etwas Schlechtes gefressen. Ups, er hat sich übergeben. Gute Besserung, Baby. Die Freunde schwimmen in der Nähe eines gesunkenen Schiffes. Ein Schmetterlingsseepferdchen erregt die Aufmerksamkeit des Tintenfisches. Ah, Inky. Jetzt werde ich ihn überall im Meer suchen müssen. Die Fee hat auch ein Haustier. Er hat einen gebogenen Schwanz, ein langes Gesicht und gebogene Flossen auf dem Rücken. Was für ein süßer Kerl. Füge Augen hinzu. Jedes Seepferdchen hat sein eigenes einzigartiges Design. Seine Flügel sind mit funkelndem Glitzer und Strasssteinen besetzt. Schau dir auch diese großen Wimpern an. Viel Spaß beim Schwimmen, Baby. Ein Schmetterlingsseepferdchen schwamm auf dem Meeresboden herum. Plötzlich fing die Menge an, auf sie zuzuschwimmen.
Das Seepferdchen bekam Angst vor so viel Aufmerksamkeit und das quiekte. Geht bitte weg. Komm her, Baby. Ich werde nicht zulassen, dass dir jemand wehtut. Zudem sind sie beste Freunde. Bastel eine Staffelei aus Holzspießen. Die Beine werden mit Seegras bedeckt. Es ist an der Zeit, ein Meisterwerk zu erschaffen. Die Meerjungfrau hat mit dem Malen begonnen. Lass uns kreativ werden. Wir machen ein Casting für das Modell. Es gibt nicht viel Auswahl, aber es ist trotzdem schwer. Oh, Flunderchen, heute ist dein Glückstag. Die Fee weiß, wie man zeichnet, aber sie hat beschlossen, ihrem Fisch einen Streich zu spielen. Flunder kann es kaum erwarten, es zu sehen. Was? Bin ich das? Es ist nur ein Streich. Sei nicht böse. Das Porträt sieht toll aus. Und es sieht genauso aus wie du. Bastel ein Mikroskop. Benutze Styropor und einen Kontaktlinsenbehälter. Zuerst brauchen wir eine Stütze. Eine Stütze aus einem Löffel und Stäbchen aus einem Eis am Stiel werden uns bei unserer Forschung helfen. Male den Rahmen schwarz an. Das Mikroskop wird mit Schlamm und Seegras bedeckt. Das Auge kann es nicht erwarten, einen wissenschaftlichen Durchbruch zu machen. Die Zombie-Nixer hat ihr eigenes Labor. Etwas Seltsames geschieht mit der Unterwasserwelt. Alles ist mit Schleim bedeckt, der Fische in Zombies verwandelt. Die Meerjungfrau studiert die Flüssigkeit. Es ist etwas Weiches, Glitschiges und Klebriges. Ich muss diese Probe in mein Labor bringen und sie untersuchen. Meine Fläschchen habe ich immer dabei. Die Reaktion findet nicht statt, die Farbe hat sich auch nicht verändert. Die Fische wollen wissen, was los ist. Doch die Meerjungfrau kann ihnen vorerst nichts sagen. Ich nehme Proben von einem anderen Stein und stecke sie in ein größeres Röhrchen. Wow, das ist eine starke Chemikalie. Schau dir die Reaktion an. Ich komme mir vor wie eine Hexe, die einen Zaubertrank herstellt. Ups, das Experiment ist außer Kontrolle geraten. Oh nein, jetzt werde ich auch grün. Oh halt, es passiert gar nichts. Vielleicht habe ich etwas übersehen. Natürlich, ich bin ja schon ein Zombie. Deshalb hat es auch keine Wirkung auf mich. Okay, Zombiefische, ich werde weiterforschen. Entferne die Borsten von einem alten Pinsel. Füge Glitzer zu den Blütenblättern hinzu, etwa so. Auf der Spitze des Stabes befindet sich ein magischer Kristall. Klebe Blütenblätter in Form eines Schmetterlings auf. Füge rosa Federn hinzu. Wow. Wer tut meinem Tintenfisch weh? Er hat mein Baby erschreckt. Sie geraten in einen riesigen Streit. Schütze dich, ich werde nicht zulassen, dass du mein Haustier verletzt. Aber als die Meerjungfrauen die Situation sahen, sieht so aus, als ob sie sich mögen. Die Liebesgeschichte ihrer Haustiere macht sie zu Freunden. Diese Plastikflasche brauchen wir später noch. Bedecke die klaren Seiten unter einem aufgedruckten Design. Das Metall hat schon viel Zeit unter Wasser verbracht. Füge Bauschaum hinzu. Lege eine Flasche hinein. Sei vorsichtig, der Deckel der Dose ist sehr scharf. Was ist das für ein komischer Geruch? Das ist Surströmming, ein traditionelles Gericht aus fermentiertem Fisch. Tritt nicht in den Schleim. Es ist schwer, ihn zu entfernen. Ihr geht. Laura beschloss, ihre neue Freundin einzuladen und ihr das Reich zu zeigen. Fühl dich wie zu Hause, Süße. Hier ist meine Lieblingsknochenskulptur. Gruselig. Ich mag diese Art von Kunst nicht wirklich. Was ist das für ein schrecklicher Geruch? Die Fee ist schockiert von ihrer Umgebung. Sie kann den Geruch von Surströmming nur in einer Wäscheklammer an der Nase ertragen. Tut mir leid, ich bin es gewohnt, um Blumen herumzufliegen. Das ist schon okay. Nicht jeder kann feines Essen zu schätzen wissen. Gib diesem Video ein Like und abonniere Lalilu. Bald kommen noch mehr der besten Puppenideen.